Du kommst mit geringem Antrieb ins Battle und sagst, du hast von allen Qualis die beste. Das ist faktisch zu peinlich, spuckt große Töne und landet dann auf Platz 34. Bei ihm ist der Content ziemlich low, selbstständig macht er nicht mal One-Take-Videos. Die Statisten, die er skrupellos verarschte, wurden durch den Rap-Teil von Hurensohn-Collagen. Richtiger Ehrenmann, höre ich seine Qualität, krieg ich Bock auf Urlaub am Meeresstrand. Er legt auf sein Mic rauschen Wert, seine Stärken liegen über 2000 Hertz. Und indem er tagelang im Dunkelkeller-Parts kickt, zeigt er uns nur mangelhafte Zungenakrobatik statt fetter Rap-Tracks. Ich glaub langsam, Maro ist ne Blackcat. No joke. Maro ist gefickt, er lässt sich gerne pisacken. Will in Runde 2 glänzen, aber kann keine Beats cutten.